Hi, 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 meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück hier bei MerTV. Heute Folge 23, wenn mich nicht alles täuscht. Pinetica spielt mit dir und dir und dir und wir beeilen uns heute bei unserem nervigen Chef. Bla 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 bla. Denn ich will jetzt heute mal als erster in die Werbeagentur. Noch vor dem blauen Charlie da, der da immer schneller ist als wir. Und er ist nicht rausgeflogen. Vielleicht hat er in den letzten beiden Blocks gestern doch nochmal Punkte geholt. Nix, nix, nix. Ich brauche hier 3 Spots in 3 Tagen. Alt. Nein, ich will den da. Genau. Den will ich haben. Ja, siehst du, es gibt keine Spots hier. Da wirst du ja verrückt. Da wird ja der Hund in der Pfanne wird ja da, ne? Ihr wisst schon, was der wird. Jetzt gehen wir gleich wieder rein und gucken, durch was das ersetzt wurde. Hier unser... Habe ich den rausgezogen? Hier irgendwo, ne? Guck mal. Nur Kacke. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt müssen wir warten, bis der andere Heiner da mal drin war und vielleicht sich auch noch einen Werbespot geholt hat. Da fährt er. Jetzt gehen wir erstmal ins... Halt, nee. News müssen wir ja erst machen. Gut, da kann ich jetzt auch schnell draufdrücken. Ja, hier rein. Hier rein. So ist fein. Super GAU. Lage in Deutschland stabilisiert sich. Demokraten drohen mit Verfassungsklage. Und, was machen wir noch? Hier ist nur alt und hier ist nur eine 4000. Also machen wir noch Kuba. Neuwahlen auf unbestimmte Zeit verschoben. Kuba. Ja, ja. Weil die da so viel wählen. So, und jetzt machen wir unsere neue Cariodent-Werbung. Hier bei unseren Erfolgsserien. Und bei Angel Heart. Hoffentlich, hoffentlich, hoffe ich doch sehr, dann auch. Ja, und was machen wir morgen? Jetzt ich mache wieder die Zeit ein bisschen schneller. Ihr wisst ja, es ist nicht mehr so viel zu tun hier bei The Mad TV. Ah, wir haben ja neue Filme, Leute. Wir haben ja neue Filme. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Ja, hier haben wir nach wie vor nur Folge 1. Gut, Dallas Dadris läuft ja heute alles. Wir haben eine neue Komödie. Roger Rabbit. Will ich auf jeden Fall haben. Ja. Ich liebe diesen Film. Der ist so schön. Roger Rabbit. Und dann machen wir... Was haben wir noch? Nee, hier haben wir nur... Wir haben doch noch was gekauft. Ach ja, die Live-Übertragung. Wann ist die? Morgen, 21 Uhr. Oh, da muss die ja hier in die Live-Übertragung. Willst du wohl? So geht dem nicht. Komm, Roger. Roger Rutsch. Oh, ich glaube, den gucke ich nachher noch, den Film. Da habe ich Bock auf falsches Spiel mit Roger Rabbit. Der ist so toll. Der ist so toll. Live-Übertragung waren wir. Football. So, okay. Morgen läuft bei uns Football. Ja, und dann machen wir Roger Rabbit wann? Football ist ja 2. Har. Weiß ich jetzt nicht so genau. Es ist eine Komödie. Ach, schade. Ich glaube, wir machen dann morgen gar kein Roger Rabbit. Wir machen unsere Serie. Nämlich nochmal Star Trek. Ich glaube, heute um 19 Uhr wird die... Oder übermorgen, hat er gesagt, gell? Also an diesem Tag hier um 19 Uhr wird erst unser Jay Miller fertig. Also gibt es morgen nochmal Star Trek und Dallas. Dann, ja. Und dann kommt nämlich der Betty Kultur, der Betty Problem Müllwirtschaft und des Abends, des Nachts kommt auch die Betty. Und soll ich euch mal was sagen? Schweren Herzens, guck mal hier. Es ist bald soweit. Es ist bald soweit. Jetzt machen wir die Zeit wieder ein bisschen langsamer. Ich gucke nochmal, ob es noch eine Werbung gibt, weil uns fehlt ja hier eins. Und dann, komm, lauf mal da hoch, könnten wir eigentlich vielleicht auch, was machen wir denn dann? Wir könnten. Ja, ich bin am überlegen, ob wir uns einen nochmal so einen Sender da kaufen, so einen Satellitengedöns. Oh Mensch, das ist ja hier jetzt nervig, das ist jetzt hier nur noch, hier, Gott sei Dank, Rainbow Arts. Nehmen wir mit, gehen raus und gehen wieder rein, weißt du? Wir brauchen ja noch mehr Werbung. Das reicht ja nicht hier. So ein bisschen. Hier, Nike. Ach, sehr gut. Okay, jetzt sind wir wieder eingedeckt. Das sollte uns reichen.
Wir haben ja jetzt hier relativ zuverlässig diese Einschaltquote, da kann man ruhig auch mal so ein bisschen schon im Vorhinein sich eindecken mit der Werbung. Ich weiß gar nicht so genau, was ist denn der nächste Schritt? Ich weiß es nicht mehr genau. Gibt es da noch höhere Werbung als 10? Weiß es zufällig einer von euch? Wie ist es denn wieder gleich? Gibt es da nicht noch 50 dann auch? Sonst würde sich das ja gar nicht groß lohnen. Also jetzt dann, oh, die Betty. Die Betty in der Primetime macht hier gerade 6,9 klar. Aber was haben wir denn da für einen Werbespot geschaltet? Bei der Betty in der Primetime, Betty in the Primetime, yeah, Betty in the House. Betty in the House, Betty in the House. Mit was fangen wir dann an? Cariodent haben wir jetzt fertig. Rainbow Arts oder Nike? Ach komm, Rainbow Arts. Und dann machen wir nämlich dann morgen Rainbow Arts direkt fertig. Direkt machen wir das fertig am Anfang. Und dann bei der Kultur, Betty, machen wir. Wir brauchen Capitalia. Noch eins. Wie sieht's denn da aus? Achso, heute machen wir auch eins Capitalia. Ja. Morgen machen wir dann das letzte Capitalia. Und vorher. 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 7 von 7. Haben wir die schon fertig oder was? Nee, 3. Und dann machen wir nämlich hier auch SSI so. Und bei Football machen wir dann. Nee, Rainbow Arts ist fertig. Dann machen wir. Nike. Nike, klar. Logisch. Passt ja auch. Sportswear zur Sportsübertragung. Okay, dann sind wir morgen ja auch schon so weit fertig. Gucken jetzt nochmal hier rein. Ach so, ja gut, jetzt bei der Betty. Was zeigt der denn? Der mit dem Wolf tanzt. Den hatten wir auch mal, könnt ihr euch erinnern? Der bringt ihm jetzt gerade hier mal seinen ersten Imagepunkt seit Wochen. Naja, gut, das macht uns jetzt eigentlich. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist okay. Wir sollten ja eigentlich dann mit Angel Heart, ich hoffe doch sehr, dass Angel Heart dann einschlägt wie eine Bombe. Und wir da den Punkt holen. So, da ist die Betty auch schon vorbei und jetzt kommt Angel Heart und wir gehen mal in die Filmagentur. Habe ich heute die Nachrichten gelesen? Ich habe immer noch so ein bisschen Angst, dass wir irgendwann mal der Bobbes weggesprengt bekommen. Hallo. Ist euch eigentlich der hier schon mal aufgefallen? Was macht denn der da? Ich hatte immer so das Gefühl, vielleicht ist das ein Let's Player da hinten. Kann das sein? Hier mit dem. Was steckt ihm denn da im Arsch mit dieser langen Leitung da? Und er liegt da und pennt. Sagt er jetzt mal nichts dazu, es wäre alles zu gewagt, was ich jetzt dazu zu sagen hätte. Ah, nee. Ein bisschen macht er mir wirklich Angst. Gesamt, sonstige Serie, Verfilmung der erfolgreichen Fantasy-Saga von Piers Anthony. So, da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Aber es hat super Kritik, super Presse. Baywatch hat scheiß Kritik. Aber ihr bringt wahrscheinlich wesentlich mehr Einschalt. Obwohl die auch schweineteuer ist hier, ne? Xand? Wieso kenne ich das denn überhaupt nicht? 1.400.000. Ne, 540.000 sogar. Bonanza kostet gerade mal 245.000. Highlander. Oh, James Bond. James Bond. Krimi. Lizenz zum Töten. Einer der späteren James Bond-Filme ist auch geil. Okay. Ja, 1989 sind die späteren James Bond gelaufen. Da sind noch die guten James Bond gekommen, finde ich. Ich fand diese neueren alle so schlimm. Das ist einer der wenigen Filme, wo ich mal im Kino eingeschlafen bin, war irgend so ein James Bond, irgend so ein neuerer, so von irgendwann 2000 bis 2010. Furchtbar. Verspar. Ich finde ja jetzt seit Casino Royale wird es wieder ein bisschen besser. Aber das war ja schlimm, du, damals. Damals. Mickey Rourke und Kim Basinger erleben einige ganz besondere erotische Abenteuer. Ja, Mickey Rourke bin ich ja großer Fan von. Oh, FSK 18. Love Story. Ach komm, den nehmen wir mal. FSK 18 Love Story haben wir ja auch noch nicht. So in dem Sinn. Also nicht nur in dem Sinn haben wir noch gar nicht. So, hier gibt's nichts für uns. Gehen wir mal raus. Love Story haben wir eh total wenig.
Finde ich, gibt es auch wenig in dem Spiel. Oder habe ich irgendwie nur immer keine gekauft? Wir können ja jetzt schon mal anfangen, fast so ein bisschen Revue zu passieren. Das ist nämlich wirklich, ich kaufe ihr jetzt nochmal ein Geschenk. Und dann läuft sie heute noch zweimal. Hey Leute, ich glaube, morgen ist der Balken voll. Der Betty Balken. Oh, ist das ein bisschen traurig. Wie ja in der letzten Folge schon gesagt, man wird so ein bisschen, man kriegt so ein bisschen auch einen Bezug. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, ja, es ist auch so, das erste abgeschlossene Let's Play ist, glaube ich, wir tun den Fuhrpark noch ein bisschen aufstocken. Wir wollen die ja auch mal heiraten, dann kriegen wir es ja alles wieder zurück. Was ist eigentlich das da? Geh nochmal da rein. Was ist denn das hier? Erst dachte ich, es wäre ein überdimensionales Gummibärchen, aber da liegt noch so ein grünes neben dran. Das sind Aliens hier aus dem Biocontrol. Los geht's. Ja, das erste abgeschlossene Let's Play ist, glaube ich, auch so ein Meilenstein irgendwie in der Let's Player-Karriere. Bei mir wird das jetzt hier. Wo wollten wir hin? Ach so, zu Betty. Bei mir wird das jetzt hier Matt TV sein, definitiv. Also, das wird jetzt als erstes abgeschlossen. Ich glaube, das vergisst man nicht, was man zuerst abgeschlossen hat. Und das wird auch immer so. Ja, das Ding sein, irgendwie. Wie die erste große Liebe. Dynatec war zwar das allererste, was ich je Let's Played habe. Das finde ich auch nach wie vor cool, dass ich das so gemacht habe. Ach Gott, heute wird ja auch der Sammy für die besten News vergeben. Da müssen wir gleich jetzt nochmal ins News-Studio gehen. Noch sind wir vorne. Dann rede doch mal mit uns. Ja, okay. Du hättest mal mit uns über den Sammy reden können, du Trine. Ja, mit Dynatec angefangen, bereue das auch überhaupt nicht. Man hört ja immer überall so, dass man sowas Let's Playen sollte, was es noch nicht so oft gibt. Dynatec bin ich überhaupt die Erste, die das Let's Playt. Also zumindest habe ich noch nie ein Dynatec Let's Play gefunden. Ich habe schon ein paar Mal gesucht. Also soweit ich weiß, bin ich die Erste, die Dynatec Let's Playt. Und das finde ich schon cool, dass man so ein Spiel findet. Also das einem selber auch früher mal wichtig war. Also ich habe viel Dynatec gespielt. So als junges Mädchen. Ja, und da habe ich dann irgendwann herausgefunden, das gibt's überhaupt nicht. Es gibt eh total wenig Dynatec-Videos auf YouTube. Wenn man Dynatec sucht, kriegt man nur irgend so eine Autotuner-Geschichte da. Aber nix, ganz wenig von dem Spiel. Und jetzt gibt's schon 15, 16 Videos. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. 14? Wann haben wir denn aufgehört? Ich glaube, nach Folge 14 haben wir mal die Pause gemacht. Oh. Was sendet er denn? Love Story Barfly. Naja, gut, egal. Ja, haben wir mal die Pause gemacht und, ja. Ich bin trotzdem die Erste, verstehst du? Und es ist einfach. Das nimmt mir auch keiner mehr. Also, selbst wenn jetzt noch 25 Dynatec Let's Play machen, war ich immer die Erste, so, die es gemacht hat. Und deshalb bereue ich das auch überhaupt nicht, dass ich Dynatec angefangen habe. Dynatec ist halt auch. Ich habe noch nie Dynatec fertig gespielt. Habe ich noch nie hingekriegt. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ehrlich gesagt. Ja. Und deshalb ist jetzt auch die kleine Pause gut. Ich bin jetzt gewachsen mit den Let's Plays, die wir jetzt so zusammen gemacht haben. Und dann geht's weiter mit Dynatec. Das ist das erste Dynatec-Let's Play auf scheiß YouTube irgendwie. Das muss ja auch gut sein. Und da ist es jetzt auch gut, dass wir eine Pause gemacht haben. Und wenn es weitergeht, wird es noch besser. Ja. Ich freue mich auch jetzt wieder drauf. Als es so noch lief, hat es mich mal schon mal ein bisschen genervt. Einfach weil halt auch dieses Mad TV und ich hatte den Plan noch gar nicht gemacht, wann ich was hochlade und habe so ganz wild hochgeladen. Ja, und das war dann irgendwie mit diesen zwei DOS-Games irgendwie zu viel. Ich hatte dann halt auch Lust auf was anderes. Und Sims wollte ich sowieso immer als Hauptprojekt machen. Naja, dann kam Rollercoaster Tycoon ja noch vorher, hatte ich auch total Bock drauf. Das sind eigentlich so meine Spiele auch so. Ja, so ist das. Und ich werde gerade sehr melancholisch, merke ich. Es ist jetzt 0 Uhr 00001. Ungefähr. Der 15. Februar. Meine Mutter hat irgendwann Geburtstag. Ich vergesse immer am 16. oder am 17. Ist auch peinlich, ne? Was wollte ich denn? Oh Gott, die Zeit ist um hier. Ja, die Zeit ist um. Ich werde melancholisch und die Zeit ist um. Wir gehen jetzt finito. Ich höre jetzt auf zu erzählen über den Quatsch und wir machen die nächste Folge.
Vielleicht werden es ja auch noch 10. Guckt euch mal den Balken an, der bewegt sich gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Eure Penetika. Ciao, ciao.